einen schönen guten Abend, kann man ja jetzt schon sagen. An den Zeitabläufen haben Sie gesehen, dass wir heute sehr viel intensiver und detaillierter an den verschiedenen Themen unseres Koalitionsvertrages für Nordrhein-Westfalen gearbeitet haben. Die gute Nachricht ist, dass wir eben im Detail auch textlich schon für viele Fachbereiche die Dinge abgestimmt haben. Das sind Jugend, Kultur, Sport, das ist das Thema Armutsbekämpfung, die Fragen der demografischen Entwicklung, Frauen, Innen, Justiz, Kommunales und Demokratie, Europa, eine Welt und Medienpolitik. Da sind wir weitgehend durch diese Themenfelder. Die schlechte Nachricht für Sie ist jetzt aber, dass wir daraus keine Details heute Ihnen erläutern werden, weil natürlich in manchen Fällen noch zu klären ist, was das Thema Finanzen angeht, weil alles unter einem Finanzierungsvorbehalt steht und wir deswegen in den restlichen Phasen, die wir vor uns haben, da genau hingucken wollen, damit wir nicht Dinge versprechen, die wir dann im Laufe der nächsten Jahre nicht halten können. Also dieser Finanzierungsvorbehalt macht uns da auch besonders vorsichtig und deswegen müssen wir das bis in die Endphase offen halten. Und es gibt zu den Themen Querbezüge, zu anderen Themen, die noch nicht abschließend abgearbeitet sind. Das folgt dann noch in den nächsten Tagen. Trotzdem sind wir aus meiner Sicht in einem wirklich intensiven, zielorientierten Arbeitsprozess und Sie müssen sich noch ein bisschen gedulden, bis es die abschließenden Ergebnisse gibt. Ja, und deshalb würden wir Ihnen gerne noch sagen, wie es weitergeht, weil das für Sie ja sicherlich auch dann interessant ist. Die Arbeitsgruppen tagen jetzt weiter zu den Themen, die wir jetzt noch nicht abschließend behandelt haben, um die Querbezüge dann nochmal sozusagen zu klären, was gehört eigentlich wohin. Es wird dann Anfang nächster Woche zusammengeführt darin, dass es die sogenannten Beichtstuhlgespräche gibt. Die werden ab Montagnachmittag, späten Nachmittag stattfinden. Das heißt, dass die Fachleute aus den Arbeitsgruppen sozusagen sich einer Kommission stellen müssen mit ihren Vorschlägen, die jetzt noch strittig sind. Und dass wir dann in diesem Verfahren, so wie wir es beim letzten Mal auch gemacht haben, versuchen, die Dissense aufzulösen bzw. zu entscheiden. Dieser Montagabend, den brauchen Sie sich allerdings aus unserer Perspektive nicht offen zu halten, weil diese Entscheidungen, die dort fallen, die Fußballfreunde freuen sich, ich möchte Ihnen das so klar sagen, die Entscheidungen, die dort fallen, die stehen alle unter einem Gesamtvorbehalt. Und dieser Gesamtvorbehalt wird am Dienstagvormittag in einer abschließenden Runde der Koalition hier in diesem Hause abgeschlossen. Und erst wenn das steht, werden wir Ihnen am Dienstag dann in einer Pressekonferenz im Landtag zur Verfügung stehen, um planmäßig 11.30 Uhr am Dienstag, sodass wir dann wirklich auch Ihnen sicherlich mehr sagen können als heute. Dieses Verfahren haben wir beim letzten Mal eingeübt, das ist ein sehr gutes Verfahren gewesen. Wir haben jetzt in den Diskussionen der einzelnen Fachtexte die Dissense sozusagen festgehalten, die inhaltlichen Dissense, aber auch die Finanzvorbehalte. Und jetzt muss es natürlich dann an irgendeiner Stelle zu einem Clearingverfahren kommen. Und wenn Sie so wollen, ist das, was bei uns immer unter der Überschrift Beichtstuhlgespräch läuft. Das ist bisher auch in der Vergangenheit in einer guten Form organisiert worden. Und das wollen wir gerne dann ab Montag, späten Nachmittag so handhaben. Das wird sehr spät werden. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir am Dienstag dann in der abschließenden Koalitionsrunde die Dinge zusammen auf den Tisch legen können und es dann natürlich, die Koalitionsrunde muss entscheiden, ob das dann sozusagen ein Gesamtkonsens ist, dem alle dann auch beipflichten. So ist bei uns die Vorgehensweise. Wir werden dann unsere Parteien und die Fraktionen informieren und dann den weiteren Prozess organisieren mit Blick auf die mögliche Unterzeichnung eines Koalitionsvertrages. Heißt das denn, wenn die Texte fertig sind, dass das schon quasi die Endfassung ist oder wird das jetzt noch redaktionell oder auch inhaltlich noch überarbeitet, auch in diesem Bereichsgespräch, oder ist das dafür diese Bereiche, die Sie genannt haben, damit jetzt schon abgehandelt? Nein, das haben wir ja gerade deutlich gemacht, dass das nicht der Fall ist, weil es eben Querbezüge gibt und weil es eben Finanzierungsvorbehalte gibt und die müssen erstmal geklärt werden, sonst hätten wir Ihnen ja jetzt schon Texte vorlegen können, nur das ist, muss man immer unter dem Gesamtzusammenhang sehen. Wir haben das immer vorher gesagt, wir werden nicht viel versprechen, aber das, was wir versprechen, wollen wir halten. Und deshalb muss man das auch aus der Gesamtsicht hinterher entscheiden. Na, wir haben aber insofern, Herr Hübe, wir haben Texte soweit stehen. Die werden natürlich sprachlich dann zum Teil noch ein bisschen überarbeitet. Die Gesamtlinien, die die Ministerpräsidentin ja letzte Woche schon genannt hat,
Inklusion, Prävention und Nachhaltigkeit, die sollen sich ja auch in den Texten insgesamt wiederfinden, die Schwerpunkte. Und dann muss man bestimmte Dissense, die wir aber jetzt schon identifiziert haben, die müssen wir noch auflösen und zusammenführen. Da die Demografiegewinne ja im System bleiben, ändert sich ja an der Gesamtsumme dann relativ wenig, sodass man diesen Finanzierungsvorbehalt da ja in dem Augenblick nicht greifen lassen müsste. Das ist aller Ehren wert, aber dazu haben wir noch gar nichts kundgetan. Nein, das wollte ich ja gerade hören. Ja, das, auch das ist Finanzierungsvorbehalt und deshalb werden wir dazu auch heute nichts sagen. Wer sitzt in diesem Beichtstuhl? Ja, wir auf jeden Fall. Welche Bedeutung hat denn der frühere oder bisherige Koalitionsvertrag in diesen Gesprächen? Ja, man kann ja in den Texten jetzt schon sehen, dass eine Menge davon noch fortgeschrieben werden kann. Wir haben ja einiges abgearbeitet, aber da ist noch einiges auch fortzuschreiben gewesen. Insofern gibt es da sicherlich einen höheren Grad an Übereinstimmung. Also kann man das als Basis bezeichnen? Oder ist das Der ist der Ausgangspunkt und ist eine Art Update, den wir vornehmen. Manche Dinge sind wirklich intensiv abgearbeitet, manche müssen ein bisschen aktualisiert werden aufgrund von Entwicklungsprozessen. Ich sage mal, das Thema Rechtsradikalismus spielt zum Beispiel ja auch eine größere Rolle aufgrund dessen, was wir da bundesweit zur Kenntnis nehmen mussten. Und das müssen wir aber noch feinpliesten. Das Thema Inklusion hatte ja noch nicht den Stellenwert vor 2 Jahren. Das müssen wir auch neu einmal. Also es gibt viele Dinge, die wir auch neu, auch mit einem anderen Stellenwert versehen, in diesem Koalitionsvertrag jetzt einbringen werden. Frau Kraft, Sie wollten ja eigentlich am Dienstag schon sofort Ihren Geburtstag feiern. Jetzt klappt das ja erstmal nicht so. Heißt das, dass das alles noch ein bisschen komplizierter war als die erste Planung? Nein, wir haben jetzt nur noch mal die Verfahren konkretisiert und uns darauf geeinigt, wie das mit dem Beichtstuhlverfahren läuft. Und es war sinnvoll, das noch mal auch in die Gesamtkoalition zurückzuholen. Im Übrigen wollten wir Ihnen auch ersparen, dass Sie nachts irgendwann von uns irgendwelche Informationen kriegen und dann vielleicht die Kollegen von den elektronischen Medien bevorzugt werden gegenüber den schreibenden Medien. Das wollten wir von Ihnen. Ja, das ist schon klein. Das ist aller Ehren wert, dass ich es versuche, aber es hilft nichts. Frau Jungmann, Sie haben eben eine breite Palette von Politikfeldern genannt, wo Sie sich einig sind, wo es schon Texte gäbe, wie Sie sagten. Habe ich das richtig verstanden, dass dazu derzeit noch nicht die Energie- und Umweltpolitik gehört? Da haben Sie gut nachgehalten. Ja, weil Sie so schnell waren, deshalb war es schwierig. Aber es gibt noch einige andere, die noch nicht gearbeitet so, sind. Aber, hast du die Liste ich da? Ich habe die Liste da. Ich habe die nicht mit. Also die Übersicht sagt aber nichts über den Grad der Konfliktfähigkeit und der Einigungsfähigkeit. Ja. Also es geht manchmal auch darum, dass die eine Gruppe schon mehr Termine machen konnte als die andere. Also das hat manchmal rein organisatorische Gründe und wir wollten das ja sukzessive abarbeiten. Also insofern ist das jetzt nicht überraschend. Also der Bildungsbereich insgesamt muss noch endabgestimmt werden. Dann Familienpolitik, frühkindliche Bildung, Arbeit, Integration und Finanzen. Das sind die. Und Umwelt, Wirtschaft, Energie. Also alle die Themen, die von Anfang an kritisch waren. Nein, das kann man so gar nicht sagen. Bildungspolitik ist ja nicht kritisch. Das hat auch nichts mit Gewichtung zu tun. Nochmal, es gab Gruppen, die andere Terminfolgen hatten und schon häufiger getagt haben, als dass diese Gruppen bisher geschafft haben, aus völlig organisatorischen Gründen. Das hat überhaupt nichts mit dem Grad von Dissens zu tun. Das wäre eine Fehlinterpretation. Kann man das auch so verstehen, dass wenn die Arbeitsgruppen tagen, dass sie dann auch in die Gruppen, sozusagen durch die Gruppen gehen und schauen, wo es Konflikte gibt? Nein. Wir sind überall online reingeschaltet, natürlich, ist doch klar. Wir sitzen in unseren Büros und haben überall ran, dann gucken wir immer und lauern. Wir haben eine Gruppe, die beispielsweise schreibt und die Texte zusammenführt, weil die müssen ja auch in einem Schreibduktus entstehen. Und da gibt es allein schon Engpässe, weil jetzt aufgrund der letzten Tage jetzt ganz viele Texte angekommen sind. Die sind dann noch nicht von der Schreibgruppe freigegeben, die müssen dann wieder zurück in die Arbeitsgruppe und dann erst können wir sie behandeln. Das sind organisatorische Dinge, die überhaupt nichts mit dem Grad von möglichen Unstimmigkeiten, Streitigkeiten oder sonst irgendwas zu tun haben. Verkehr haben wir auch noch nicht genannt. Also, das heißt, ich hatte jetzt eben auch Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und Verkehr habe ich auch nicht genannt. Weil die Liste jetzt auch nicht stimmig ist mit den Arbeitsgruppen, sondern mit dem Textreifegrad. Also es ist ein ganz interessanter, komplizierter. Mit den Informationen richtig, dass es im Wesentlichen auch darum geht, Förderprogramme zu kürzen. Kann man dazu was sagen? Na, die Finanzgruppe, deren Teil fehlt ja auch noch. Und Sie wissen, dass wir ja uns dazu verabredet haben, hier nochmal durchzugehen, auch Vorschläge zu erarbeiten. Auch das ist noch im Prozess. Die Personalfragen, sind die denn schon geklärt oder sind die noch in Klärung begriffen? Welche Personalfragen meinen Sie? Ja, es gibt da wahrscheinlich wieder ein Kabinett.
Ach so, ja, das ist wie immer am Schluss der Fall. Also am Dienstag. Das am Dienstag werden wir es, glaube ich, verkünden. Wir werden am Dienstag, glaube ich, sagen können, wer was. Nee, wir werden das Kabinett noch nicht verkünden können. Nein, aber die Struktur. Das Kabinett wird wie immer, also am 20. ist war Ministerpräsidentin vorgesehen, am 21. Ernennung des Kabinetts, wie immer. Aber Struktur können Sie Dienstag sagen? Ich weiß gar nicht, haben wir das, ja, werden wir wohl voraussichtlich sagen können. Das steht ja meistens im Koalitionsvertrag. Ja, eben. Ja. Wann haben Sie denn Ihre Regierungserklärung geplant? Gott, wenn Sie uns schon alles fragen. Also, oder nach Pause oder nach der Pause? Wahrscheinlich erst nach der Sommerpause. Ich glaube, dass wir aufgrund der Kürze der Zeit, wir haben ja noch viele Themen jetzt noch zu behandeln vor der Sommerpause, dass wir das erst dann nach der Sommerpause machen. Das werden wir auch noch mal mit den Kollegen im Parlament besprechen. Ich habe noch eine Frage zu Beichtstuhl, weil der Begriff ist so, ja, der ist, vieldeutig. Der ist in der letzten Runde, also, irgendwann mal entstanden. Da einige Kollegen ins Gebet. Also der Name kommt daher, dass eine Gruppe sitzt, die das Ganze steuert und die Gesamtverantwortung hat, und dann tragen die jeweiligen Fachgruppen vor und dann müssen wir dann versuchen, nochmal Kompromisse auszuloten. Und Beichtstuhl kommt, glaube ich, daher, dass es was Ernstes ist und zweitens, dass es auch eine besondere Vertraulichkeit hat. Aber die den Daumen heben oder senken, sind dann nur Sie beide, oder? Nein, deshalb muss es ja nochmal zurück in die Koalitionsrunde. Ich hatte das auch eben erläutert, genau aus diesem Grund. Wir machen dann auch nur Vorschläge, aber die müssen in der Koalitionsrunde nochmal abgestimmt werden. Das Verhandlungsklima, wie unterscheidet sich das im Vergleich zum Verhandlung vor 2 Jahren? Das kann ich nicht, also ich würde sagen, es gibt keinen gravierenden Unterschied. Ja. Haben Sie es nicht schwerer diesmal, Frau Lörmann? Nö. Dinge sind immer, wie sie sind, und die Aufgaben müssen gelöst werden. Und wenn es einfach wäre, könnten es ja andere machen. Ne? Wo sehen Sie momentan noch den größten Dissens? Das werden wir Ihnen nicht sagen, das habe ich Ihnen schon mal gesagt. Gut. Dankeschön. Schönen Tag.